Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und heute möchte ich mit euch eine Pixie-Buchhülle nähen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil wenn ich mit unserer kleinen Ella unterwegs bin, dann nehme ich immer ein Büchlein für sie mit, dass wenn wir irgendwo sitzen, warten müssen, sie sich langweilt, ich ihr immer irgendwas zeigen kann, sie sich was angucken kann. Und dann fliegen diese Dinger immer bei mir in der Handtasche rum. Und das tut den kleinen Büchlein natürlich nicht gut. Manche gehen verloren oder zerknicken oder gehen kaputt oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mir überlegt, so ein kleines Täschlein, wo man auch mehrere Büchlein reintun kann, die die Bücher schützen, wo alles ordentlich ist und nicht lose rumfliegt. Und ja, das möchte ich mit euch machen. Ich finde es übrigens auch eine super Idee als Geschenk. Also so ein selbstgenähtes Täschchen mit vielleicht einem Pixie-Buch drin. Ist noch eine schöne Kleinigkeit, die man mal eben mitbringen kann. Ich zeige euch, wie es geht. So Leute, für eure Pixie-Buchhülle braucht ihr folgendes Material. Ihr braucht Baumwollstoff für die Außenseite, also für das, was später zu sehen ist. Und zwar ein Stück 53 cm breit und 14 cm hoch. 53 mal 14, das ist für die Außenseite. Für die Innenseite braucht ihr auch Baumwollstoff, 25 cm breit und 14 cm hoch. Und um das Ganze ein bisschen flauschig, bauschig zu machen, ein bisschen hochwertiger zu machen und zu polstern, braucht ihr auch Flieseline. Auch in diesem Innenmaß 25 x 14 cm. Diesen Stoff braucht ihr später für das Futter. Dann braucht ihr noch ein Stück Stoff für die Lasche. Das ist 18 cm lang und 6 cm hoch. Und ihr braucht natürlich zum Verschließen einen Druckknopf. So, bevor wir jetzt anfangen zu nähen, müssen wir erstmal ein bisschen bügeln. Und dafür nehmt ihr euren Außenstoff, 53 x 14 wie gesagt. Und ihr fangt auf einer Seite an und bügelt dieses kurze Ende 6,5 cm auf die linke Seite um. Die Kante hier schön glatt bügeln, dass die bleibt. Und im Anschluss bügelt ihr diese kurze Seite nochmal 6,5 cm auf die rechte Seite um, sodass ihr zweimal umgebügelt habt, einmal nach links, einmal nach rechts und diese doppelte Stofflage dann auf der rechten Seite zu liegen kommt. Das macht ihr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht ihr das gleiche, aber mit einem anderen Maß. Und zwar bügelt ihr da die kurze Seite 7,5 cm nach links um und dann nochmal 7,5 cm nach rechts um. Hier ist ein Zentimeter mehr, das ist ein Zentimeter Nahtzugabe, weil hier die Lasche eingenäht wird. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann sieht das am Ende so aus. Also links und rechts diese Überstände, das sind später diese Laschen, wo man die Pixie-Bücher reinstecken kann. Und so bearbeitet ihr euren Außenstoff. Bei dem Innenstoff müsst ihr nichts machen, außer dass ihr diese Flieseline dahinter bügelt. Also es gibt so dünne Flieseline, die ist nicht besonders dick, die hat aber auf einer Seite so Bügeloberfläche und kann damit hinter den Stoff gebügelt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Flieseline das ist, aber bekommt man im guten Fachhandel auf jeden Fall ohne Probleme. So, also da die Flieseline dahinter bügeln. Und dann müsst ihr noch eure Lasche bügeln. Also ihr habt dieses Stück 18 mal 6 cm. Das klappt ihr der Länge nach erst einmal und faltet es zur Mitte. So. Auch schön festbügeln oder feststreichen. Dann klappt ihr es wieder auf und die untere Kante und die obere Kante faltet ihr auch jeweils zur Mitte. Das würde ich auf jeden Fall wieder festbügeln. So, dann sieht das so aus. Das Band ist nur noch 3 cm breit und oben und unten sind jeweils 1,5 cm nach links gefaltet und festgebügelt. Und dann nehmt ihr diese Lasche und faltet sie so noch einmal zur Mitte, dass sich die Länge halbiert. Dann habt ihr nur noch 9 cm und dann ist eure Lasche schon fertig. Was ich hier jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe hier in der Mitte so ein kleines Stück Stickvlies befestigt, festgebügelt, 3x3 cm, wo später der Druckknopf hinkommt, damit der nicht ausreißt.
Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich habe bei dieser Lasche darauf geachtet, wenn man so ein Motiv hat, wie ich hier diese kleinen Zwerge, müsst ihr beim Zuschneiden darauf achten, dass ihr das Motiv sinnvoll zuschneidet. Nicht, dass ihr später zum Beispiel nur die Beine hier in der Mitte hättet oder so. Also ich habe schon darauf geachtet, dass möglichst viel von dem Zwerg später auf der Lasche zu sehen ist. Das so als kleiner Tipp beim Zuschneiden, wenn ihr einen Stoff mit Motiv habt. Wenn ihr jetzt noch was applizieren wollen würdet oder irgendwie was aufsticken wollen würdet, dann würde ich das jetzt machen, bevor ihr das Büchlein zusammennäht. Und zwar, wenn ihr den Außenstoff einmal so zusammenfaltet, dann seht ihr, diese Seite ist später die Vorderseite. Und da könnt ihr dann alle Sachen drauf applizieren, wie ihr es möchtet. Ihr müsst nur dran denken, es kommt später auch noch der Druckknopf da drauf. So, ansonsten sind die Vorbereitungsarbeiten jetzt fertig und jetzt geht's ans Nähen. Und das ist wirklich super easy bei diesem Büchlein. Ihr müsst im Prinzip nur zwei Nähte machen und dann ist das Ganze schon fertig. Also super für Anfänger geeignet und blitzschnell gemacht. Ihr nehmt euren Stoff, euren Außenstoff, den ihr so seitlich zusammengebügelt habt, legt euch den auf den Tisch und euren Innenstoff legt ihr rechts auf rechts darauf. So wird das später zusammengebügelt. Wir müssen jetzt nur noch die Lasche anbringen. Und die Lasche kommt hier, wenn ihr die linke Seite wieder aufklappt von diesem Außenstoff. So, einmal nach außen falten. Da kommt die Lasche in die Mitte. Wir haben jetzt 14 cm insgesamt Breite des Stoffes. So, 14 cm insgesamt. Die Lasche ist 3 cm breit. Bleiben also noch 11 cm und das durch 2 macht 5,5. Also die Lasche wird hier später bei 5,5 von oben oder von unten angelegt und festgenäht. Bevor wir das machen, müssen wir die Lasche aber erst noch nähen. Also Step by Step. Bei der Lasche ist es ganz einfach. Wir haben die ja so zur Mitte gefaltet. Die offene Seite, die offene Kante, die wird später vernäht, also die sieht man nicht. Und wir nähen jetzt diese anderen drei Seiten einmal rundherum fest. Also ihr müsst darauf achten, dass die Lasche, die Außenkanten genau aufeinander liegen, dass da nichts übersteht, damit das schön sauber wird. Steckt euch das ruhig ordentlich fest, dass da nichts verrutschen kann während des Nähens. Und dann werden diese drei Außenkanten mit einem Geradstich zusammengenäht und mit ganz wenig Abstand zur Außenkante, also nur ein paar Millimeter, wirklich ganz knappkantig, einmal rundherum diese drei Kanten schließen. Wenn ihr das Stück drehen wollt, Nadel im Stoff lassen, Füßchen heben, dann um 90 Grad wenden, Füßchen wieder runter und weiter geht's. Am Anfang und am Ende verriegeln. Und so ist eure Lasche dann rundherum zusammengenäht. So, die Lasche ist fertig zusammengenäht. Das war die erste Naht und mit der zweiten Naht nähen wir jetzt das Büchlein zusammen. Ihr nehmt euren Außenstoff, legt den vor euch hin, wie ich schon gesagt habe.
Und auf der linken Seite, wo ihr die 7,5 cm umgebügelt habt, klappt ihr den Stoff wieder einmal nach außen. Und dort wird jetzt die Lasche angebracht. Und zwar hatte ich ja gesagt, 5,5 cm von unten oder von oben legt ihr die Lasche an. Ich habe mir hier so eine kleine Markierung gemacht. Mit der offenen Kante in die Bügelfalte, sodass die genau in der Bügelfalte liegt. Und dann steckt ihr euch die Lasche einmal mit einer Stecknadel fest. Und klappt das Ganze wieder zu. Und so wird eure Lasche gleich mit angenäht. So, auf den Außenstoff kommt dann rechts auf rechts euer Innenstoff. Der wird so aufgelegt. Wenn ihr das alles sauber und ordentlich vorher zusammengeschneidert habt und ordentlich zusammengeschnitten habt, dann passt das jetzt wunderschön aufeinander. Und jetzt werden die beiden langen Seiten und die kurze Seite, wo die Lasche angebracht wurde, zusammengenäht. Also hier einmal rundherum. Die andere Seite bleibt offen. Erstens sieht man das später nicht, weil das nach innen geklappt wird. Und zweitens brauchen wir ja auch eine Wendeöffnung. Also die langen Seiten und die Seite, wo die Lasche festgesteckt ist, einmal rundherum zusammennähen. Die andere Seite bleibt offen. Wieder Geradstich und diesmal mit 1 cm Nahtzugabe. So sieht euer Büchlein jetzt aus, wenn es fertig einmal rundherum zusammengenäht ist. Und wir können jetzt hier in den Ecken noch die Nahtzugaben so schräg zurückschneiden. Dann lässt sich das gleich besser wenden und die Ecken ausarbeiten. So, und wie gesagt, die eine Seite hier hatten wir ja offen gelassen. Wir fassen jetzt zwischen den Futterstoff und den Außenstoff und wenden das Ganze einmal auf rechts. Zum Vorschein, dann entfernen wir die Nadel. So sieht das Ganze dann aus. Diese Außenlaschen liegen noch auf dem Außenstoff. Damit geht es gleich weiter. Jetzt werden hier erstmal die Ecken schön ausgearbeitet mit einer Schere oder einem Stift. Könnt ihr hier einmal reingehen in den Beutel. Schön spitz machen. Da genauso. So. Und im zweiten Schritt werden diese Laschen jetzt von außen auf den Innenstoff gestülpt. So. Dadurch ist die Lasche jetzt außen zum Zumachen und ihr habt hier auf der Innenseite dieses Fach, wo ihr die Pixelbücher reinstecken könnt. Auf der anderen Seite macht ihr das genauso und dadurch, dass ihr das jetzt umstülpt, verschwindet diese offene Kante. Die liegt jetzt innen und ist nicht mehr zu sehen. So sieht es dann aus, wenn alles fertig umgestülpt und an seinem Platz ist. Also die Laschen sind jetzt innen, das Futter ist innen und außen halt der Außenstoff mit der Lasche. Jetzt müssen wir nur noch den Druckknopf anbringen und dann ist unser Pixie-Buch-Hülle schon fertig. Dafür klappe ich das Büchlein jetzt einmal so zusammen, wie es später im geschlossenen Zustand aussieht. Lege die Lasche auch um. Bei diesen Druckknöpfen ist immer so eine Nadel zum Vorstechen. Und die benutze ich jetzt hier und positioniere die so, wie ich den Druckknopf später haben möchte. Und steche einmal richtig durch, sodass das auch durch die anderen Stofflagen geht. Und ihr so einen kleinen Punkt habt. Nicht zu doll rumwirbeln, dass ihr nicht den Stoff kaputt reißt, aber so, dass ihr zumindest einen Anhaltspunkt habt. Und dann bringt ihr den Druckknopf an, einmal hier außen. Auf der Lasche
So, und bei dem Innenstoff könnt ihr das jetzt wieder so machen. Ihr habt ja hier die kleinen, den kleinen Einstich. Und wenn ihr den Druckknopf jetzt nicht durch den Futterstoff und den Außenstoff durchstechen wollt, sodass ihr den Knopf dann hinterher hier seht, dann klappt ihr das Ganze hier wieder ein bisschen auseinander. Ihr habt ja hier noch die offene Naht. Und nehmt euch nur den Außenstoff. Und bringt den Druckknopf nur um den Außenstoff herum an. So, das ist ein bisschen Fummelei. Und wenn ihr dann am Ende alles wieder zurück in Form fummelt, alles gerade macht und an seinen Platz rückt, ihr könnt da nochmal drüber bügeln, ist aber eigentlich nicht nötig, dann ist eure Pixi-Buchhülle fertig. So, ihr Lieben, fertig ist eine neue Pixi-Buchhülle. Also ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie schnell und einfach das geht. Wirklich nur zwei Nähte, ganz einfach. Und diese Anleitung mit den Maßen, wie ich sie euch jetzt genannt habe, ist natürlich für Pixi-Bücher, diese Standard-Pixi-Bücher 10x10 cm. Ihr könnt diese Vorgehensweise mit den Seiten umbügeln und so weiter, aber auch auf jedes andere Maß anpassen und anwenden. Also, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr probiert es auf jeden Fall aus. Es ist ganz einfach und ihr werdet garantiert Spaß dabei haben. Die Maße für diese Pixi-Buchhülle stelle ich euch nochmal schriftlich in die Infobox. Und ja, Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten, ich wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Viel Spaß beim Nähen und bis bald!